Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei der Karte irgendwo in Thüringen, so 3.1 oder 3.001. Tja, auf Feld 8, Feld 60 und hier werden wir gleich mal Bekämpfung vornehmen. Teilweise 6 das schon. Und es wird nach und nach mal ein bisschen mehr und das bäumen wir jetzt ein bisschen vor. Und zwar mit Kursplay. Und dazu werden wir kurz Kurs generieren. Feld 60, zwei Vorgewände, ein Fahrzeug, 30 Meter, generieren wir Kurs ganz kurz. Generieren wir mal den Kurs ganz kurz, ne? Nicht so schnell sprechen. Zurück und einstellen. Dann gucken wir gleich auf den anderen Fahrer, der ist aktuell bei 2%. Der Milchverkauf läuft. Mist. Ist halt auch wieder fast voll. Und da muss ich mal schauen mit dem Förderband jetzt. Ich glaube, am besten hinkriege, dass ich da auf geht's. Es muss die Farbe verändern. Es muss, wo die Frucht hatte keimt zum Beispiel. Ne? Das ist dann der entsprechende Punkt, wo wir anfangen können. Vorher wird es nichts bringen, Anführungszeichen. Man wird zwar ein Unkraut loswerden, aber es würde dann noch nichts bringen, weil dann immerhin noch was wachsen würde. So, ja. Zum Kuhstall wollen wir. Der macht die erste Runde. Da können wir hier mal gucken. Hier muss ja noch Unkraut gedüngt werden. Aber wie gesagt, das müssen wir mal sehen. Der muss mal fertig werden. Und der braucht noch eine Weile. Der sagt mir jetzt aktuell noch von der Zeit her eine Stunde. Ist heftig, ne? Und der ist fast leer. Ja, ist halt so, ne? Gute Ecken hat er noch nicht gemacht, aber da gibt's Schlimmeres. Vielleicht muss ich auch hier mit scharfen Ecken machen, ne? Das wäre auch eine gute Variante. So, gehen wir kurz zum Stall. Oh, der hat sich eingebuddelt. Da muss ich mal kurz den Kurs anzeigen lassen. Dazu mal ganz kurz entlassen. Also das macht der neue Mod, ne? Ja, komm, komm. Er hat sich am Baum ja festgeknallt, irgendwie. Oh, genau. Meine Spuren sind nicht zu sehen, ne? Mal zusagen, ne? Aus. Und wir ziehen ein bisschen zurück. So. Ein bisschen zu mir. Ja, hat er sich hochgeholt. Ja. Auf geht's. Da hat er sich hier am Baum festgekeilt, also ungünstig. Tja, mit dem Förderband. Ja, müsste höher zumindest, ne, wenn das geht.
das ist das eine hier, das ist eine kleine, glaube ich. Ne, das große. Ne, das ist eine kleine gewesen. Jetzt sind wir im großen. So. Ja, höher geht's nicht. Das ungünstig, weil das ist echt zu. Müsst ihr eigentlich so hinstellen, dass er im Prinzip da parkt oder so da. Ist allgemein ungünstig, ne? Dann den Motor starten. Weil er ist ja aktuell genau in diesem Ding drin, in diesem Kurs. Und das ist ungünstig, sag ich mal so. Müsste man eigentlich mit einem zweiten Förderband das so gestalten, dass er. Ja, geht auch blöd. Anführungszeichen, ne? Weil er müsste ja so stehen, dass er im Prinzip die anderen fahren können, ne? So wie hier jetzt zum Beispiel. Also dieses grüne Stück da unten, das gibt mir einen Keks. Das hatte ich mal gekauft. So, das geht so nicht. Das lässt sich nicht greifen, warum auch immer. Ich werde mal hier unseren Radler nehmen. Wir haben mal den kleinen hier. Den Kramer. Hatte ich mal anfangs zum Putzen gehabt. Wenn wir den kleinen Letter zulegen. Weil den Mist will ich ja bei der BGH verkaufen. Das ist ja sinnvoll, wenn ich da jetzt den da entsprechend loswerde. Und dann die Gärreste aufs Feld bringe. Das macht sie ja im großen Ganzen einfacher. Als wenn wir mit ja, den Mist draufbringen würden. Ne? Das müsste aufgeladen werden und so können wir mit dem Mist noch zumindest Geld verdienen. Hier in Thüringen ganz gut. Und die Silage entsprechend werden wir dann anderweitig umsetzen. Ne? So, muss beladen werden. Wo ist er? Da hinten. Wir fahren mal ausnahmsweise rüber. Oder wir können auch herfahren mit einem anderen Fahrzeug. Das geht auch, das geht glaube ich leichter. So, nochmal ganz kurz entlassen. Weil hier kann man ja genau sehen, wo er war. Ne? X einklappen. Gehen wir ganz kurz den höher setzen, ne? Und dann werden wir mal kurz rüberfahren. Vielleicht werden wir auch mit Zwillingsbereifung fahren können, mit Doppelreifung gibt es ja auch. In anderen Traktoren. Da hat er ein bisschen besseren ja, Wert, kann man sagen, ne? Ja, so schon ganz gut gearbeitet. Zweite Runde. Wie gesagt, da will ich halt entsprechend mit Gärreste oder ja, Gärreste entsprechend düngen. Reichlich vorher. Und dann nachher mal sehen, dass wir da Blocking Milch. Wo hat er sich festgefahren? Ach, da ist ja die erste Runde. Die Schaufel ist ganz schön groß, also da muss ich überlegen, ob ich damit vielleicht den großen LKW kaufe, ne? Jo, das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoll, ne? Aber wie gesagt, ja, Geld. Das Geldproblem, denke ich mal, hätten wir nicht dafür, aber ich möchte aber auch sehen, dass wir da sparsam umgehen und lieber noch ein Feld kaufen irgendwann, ne? Oh, der muss Gas geben. Bergauf. Und
Ja. Man merkt halt, ne? Also der Mod macht sich bemerkbar. Er fährt nicht so spritzig, wie ich dazu kenne. So. Hier war angekommen. Aber gute Frage, zweite Runde, ne? Zweite Runde war er hierbei, okay. So. Mir aufpassen, dass er nicht. Erst Nähpunkt natürlich nicht. Er muss diesen nehmen. Und den darf er auch nicht nehmen. Und wenn wir zwei Punkte in der Nähe sind, das ist meistens gefährlich. Wo man am besten dabei bleiben und gucken und kontrollieren. Dass er nicht gleich hier wieder abdüst und was vergisst. Okay, das klappt. Wie gesagt, wahrscheinlich einen anderen Fahrzeug nehmen müssen, aber gut. Hier gehen 6000 rein. Was geht in den großen rein? Zumindest in der Zukunft. Immerhin 9000. Immerhin schneller in Geschwindigkeit, ne? Gut, vielleicht nächstes Jahr vielleicht. So. Ja, wie wollte er denn hier fahren? Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Wolle. Nicht Wolle, Junge. Nicht Wolle. Ist klar, mit der Deichse wird das schwierig, also das gebe ich ehrlich zu. Hoch, Verkaufsstellen. Da bin ich verrutscht. Oh, ganz schön weit. Viehhandel, Ballen, Ankauf. Viehhandel, Futter, Ankauf. Ich bin auf links gestoßen. Auf ein Kiefer. Ungünstig. Aber der hat sich gleich mal eingewühlt, ne? Hier ist es ganz schön grenzwertig. Müsste nur Land kaufen, ein bisschen Terraform betreiben. Aber ein Traktor geht's. Ein LKW wird schlecht. So. Ja, so ist das. Mist. Ja, ich wäre schon da. Können wir gleich mal hier die Tiere versorgen. Da brauchen wir ein bisschen Futter. Wir haben ja hier mal eine Tiere hergefahren zum Lager. Und hier ist das Spiel. Kuddelmuddel hier. Ach, hier wegen der Silos. Die werde ich nicht nutzen. Da werde ich nicht glücklich werden. Rückwärts fahren und so. Wo mein Traktor eigentlich gehen müsste. Eigentlich. Da steht schon einer wieder im Weg. Das ist nicht gut. So. Da kippt man ihn ab. Wenn das klappt, mich oder das hier. Hat nicht klappt. Ja, oder? Es kann sein, dass er sagt, nee, geht nicht. Ich habe was hergefahren. Kann sein, dass er das nicht will, weil das hier was drin ist. Gehen wir das Futter den Tieren. Hier sind ja meine Ochsen, meine Bullen, ne? Gut, das ist eine Fernfahrt, das können wir nicht mitnehmen.
Hier ist es ganz schön eng, also nichts für Autodreise immer so, ne? Aber gut. Haben wir auch nicht vor, wenn wir uns hier mit diesem Fahrzeug ganz gut zurechtkommen. Ja, scheiße was. Ich muss ihn weiter ausholen, also ein bisschen gerade einfach bin. Doch gar nicht. Futter. Gut, hat er nicht viel genommen. Das liegt hier rum, ja. Das müssen wir aufnehmen. Putzen. Weil da ist ein Dreck. Und das dauert nicht gut. Das schadet der Gesundheit und den können wir hier stehen lassen. Dann gehen wir ganz schnell zum Trock für Wasser und dann Wasser geben. Ne? Und dann, wenn das Ding leer ist, können wir eine Mischration kriegen. Das ist ja auch. Das dauert sicherlich ein bisschen. Denn heute haben wir noch keinen Stress, in Anführungszeichen, aber. Na, Stress kommt sowieso nicht auf, aber wie gesagt, wenn wir ja anfangen mit Pferdegras, dann wird das ein bisschen blocking schon wieder. Oh. Und der ist da. Blocking Mist ist klar. Das ist ja nicht leer geworden. Doch so. Doch leer. Ja, Förderband umbauen. Wie genau? Schwierig. Weil er muss nämlich so stehen, dass er im Prinzip keinen Kurs blockiert. Das könnte man eigentlich so hinkriegen. So. So könnte er stehen bleiben. Rein theoretisch. Müsste so funktionieren. Und zwar könnte man ein bisschen schwenken. Man kann ja den einen Kurs bis nach außen gehen, ne? Das kann man ja machen, ne? Weil die müssen mich durchfahren können. Die Fahrzeuge, das ist ganz, ganz eng. So, und den müssen wir auch noch verändern. So, jetzt geht's wieder anderen, ne? Ja, das ist typisch. Wenn ich irgendwo rein will, wird nichts. Den wir hier so wegnehmen. So, das gibt's doch gar nicht. Da will ich rein. Man will nicht, aber anders geht's ja nicht, ne? Der Mist wird immer von links voll gemacht. Dann muss ich praktisch den rechts hinstellen. Der hat ja einen gewissen Einzugsradius, das ist das ganze Gute. Mit Thermaforming. Könnte man was probieren, aber es klappt mit Brückenbau und so. Würde ich nicht anfangen. Das wird zu aufwendig. In Anführungszeichen. Und hier muss man aufpassen, dass immer schön leer ist. Sonst, na genau. So. Weil im Grunde dürfen diese Fahrzeuge nicht rumstehen. Und dann muss ich entsprechend fahren, wenn er leer ist oder so. So, dann machen wir den alten Kurs gleich löschen hier. Das ist dann nichts. Ne, das ist dann ungünstig. Wie gesagt, wenn nur ein Fahrzeug fährt und steht, macht das nichts. Aber wie gesagt, wenn zwei sind, blöd. Ja. Oder starten. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Jetzt sag mal schon Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's dann hier weiter, ne? In Thüringen. Jetzt haben wir 17:21. Ob wir dann sehen, dass wir morgen
Am Morgen glaube ich noch nicht reif fertig, also glaube ich nicht. Mal gucken, hier so kann er stehen bleiben. Das ist ungünstig. Ich muss mal sehen, dass ich die anderen Kurse gelöscht kriege und den Kurs ein bisschen nach außen verschoben kriege. Dann können wir hier einen Abzweiger machen in der Mitte. Ganz leicht, dass immer noch die Fahrzeuge, die von da kommen, fahren können und die entsprechend auch da fahren können. Also das können wir versuchen, mal gleich hinzukriegen. Ja, das sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, bis morgen. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.